Hi Leute, willkommen zurück zu einer neuen Folge von meiner Unimog-Restauration. Wie ihr seht, ich habe schon wieder einiges gemacht. Es ist viel gegangen, viel passiert. Hier hinten habe ich jetzt schon die ganze Zapfwelle-Geschichte ausgebaut. Rohrleitung habe ich schon abgebaut. Auspuff ist soweit weg. Tank, Batteriekasten und etliche Kleinteile, Ventile, die habe ich alle schon weg. Die Blecher hier werde ich dann auch noch abbauen. Die werden dann auch noch einzeln gestrahlt, das ist ein bisschen besser dann auch zum Lackieren. Ich will die Sachen dann möglichst abbauen, dass ich es einzeln lackieren kann, dass ich genug eine Grundschichtdicke von Farbe hinten dran habe. Nicht, dass es dann irgendwo, wenn man jetzt hier neue Farbe drauf macht, hinten drunter irgendwie trotzdem weiter rostet. Das Getriebe kommt dann noch irgendwann raus, aber erst muss ja die Kabine runter. Hier habe ich schon wahnsinnig viel Dreck weggenommen, wenn ihr mal schaut, was sich hier alles schon angesammelt hat. Ich zeige es euch drüben, sieht man es am besten. Den ganzen Dreckhaufen hier. Und das ist alles nur vom Rahmen. Allein hier zwischen den Rohren hier habe ich schon wahnsinnig viel Dreck rausgenommen. Die waren ja bis zur Hälfte gefüllt mit allem möglichen Müll. Beziehungsweise halt Erde, Gras, Heu. Die ganzen Leitungen hier habe ich jetzt beschriftet. Wie auch das ganze Sammelsurium hier. Ihr seht, die ganzen Aufkleber hier, alles ist beschriftet. Wie ich schon in einem anderen Video gesagt habe, ich werde jetzt noch hingehen und werde jetzt die Teile teilweise jetzt nehmen. Werde jetzt hinter die Garage, werde ich das jetzt alles schön sauber machen und putzen. Und werde sie dann erstmal verräumen, dass ich hier ein bisschen mehr Platz habe. Weil ich brauche ja dann den Platz, um die Kabine abzubauen, beziehungsweise noch die Teile vorne auszubauen. Die muss ich dann auch wieder irgendwo hinlegen. Und nur die Sachen, die ich dann nach und nach zuerst brauche, die ich dann zuerst reinigen und lackieren tue, die behalte ich dann hier unten. Die anderen Sachen räume ich dann hoch, dann habe ich genug Platz. Was ich leider noch feststellen musste, was doch nicht so toll war, außer ich habe es im letzten Video schon gesagt, ich bin sehr froh und sehr begeistert, wie schön diese Schrauben rausgehen. Ist tatsächlich auch immer noch so, alle Schrauben gehen wunderbar raus. Allerdings habe ich gesehen, eine Sache, die mir jetzt nicht gefällt, hier unten ist ja der Zylinder für den Heckkraftheber. Der hat wahnsinnig starke Riefen. Also ich weiß nicht, was da passiert ist, ob da irgendwie Steine dazwischen gekommen sind und dann das beim Ein- und Ausfahren da richtig dran gerieben hat. Aber da hilft auch ein neuer Dichtsatz nichts. Da muss der Zylinder neu bzw. der Zylinder revidiert werden. Da lasse ich mir noch was einfallen. Ich meine, ich habe das gelernt. Hydraulikzylinder habe ich gebaut. Das ist zwar ein anderer Hersteller, anderer Typ, die bauen es alle ein bisschen anders. Ich werde mal sehen, ob ich mir da selber was dann wieder neu baue oder ob ich mir da einen Repsatz kaufe. Wobei, ich habe jetzt letztes Mal im Internet geschaut, Repsatzdichtung und so weiter ist ja kein Problem, aber Kolben, Kolbestange ist nicht so einfach. Die werde ich dann wahrscheinlich dann selber anfertigen müssen. Ich sehe es dann aber erst genau, wenn ich sie auseinanderbaue, weil dann sehe ich dann auch, wie die andere Seite ist. Bis jetzt sehe ich, die eine Seite hier hat sehr starke Riefen, die andere Seite sieht eigentlich gut aus. Verliert leider nur ein bisschen Öl, wobei bei dem Alter darf das ja auch mal sein. Ja, an Teilen habe ich mich jetzt noch stellenweise ein bisschen umgeschaut. Ein paar Sachen möchte ich ja doch noch gerne neu machen. Ich habe gesehen, ich habe den Batteriekasten abgeschraubt. Der hat doch schon leider sehr stark Rost. Ich denke, da bringt es nicht unbedingt, dass ich den jetzt schweiß. Dann kaufe ich dann lieber einen neuen, dann ist es wieder schön. Weil wenn ich da jetzt wieder viel dran rumbrate, im Endeffekt, es wird auch nicht arg viel besser. An der Karosserie kann man ja viel, viel machen. Aber am Batteriekasten hat so viele Wulste dran. Ich glaube, das mache ich dann gleich neu und dann habe ich da Ruhe. Den Tank, wie ihr seht, habe ich dann hier an der Seite erstmal hingelegt. Das muss auch noch alles geputzt werden. Das muss auch noch alles einzeln abgebaut werden. Batteriekasten brauche ich im Prinzip dann nur noch als Muster, beziehungsweise die Kabel drin, dass man die neu anfertigen kann, weil die gehen ja einmal an den Rahmen, an dem Rahmen gibt es eine Durchführung und dort dran gehen sie wieder im Rahmen, gehen sie wieder weiter nach vorne, dann zur Verteilung von Strom und dann dementsprechend auch zum Anlasser. Ja, ich würde sagen, ich lege die Kamera mal zur Seite und dann putze ich mal die Teile. Also bis gleich. Und Leute, denkt an die Umwelt. Nicht etwas waschen, was Öl dran hat, Öl und fettige Sachen davor erst abschaben und dann sauber machen. Ich mache jetzt hier nur die Kotflügel und ein paar Kleinteile, die jetzt nur normal verdreckt sind. Alles andere wird in der Werkstatt ordentlich von Hand sauber gemacht und in einem Gefäß gefüllt.
wenn die Teile richtig sauber sind, dann freut sich der Sandstrahler auch, wenn er nicht so viel Dreck in seinem Strahlgut hat. So, zurück in der Werkstatt. Ihr seht hier hinten, ich habe die Teile jetzt weggeräumt, ein bisschen sauber gemacht. Hinten machen wir dann anders mal weiter. Ich werde jetzt anfangen, hier mal die ganzen Flüssigkeiten abzulassen. Wir haben hier noch die Kühlflüssigkeit, Bremsflüssigkeit und den Ölfilter, beziehungsweise den Luftfilter, der auch noch ein Ölbad, das muss ich auch alles rausnehmen. Und dann werde ich jetzt mal langsam hier vorne versuchen, das ganze Zeug abzubauen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen, lasst mir noch gerne ein Abo da und bis zum nächsten Mal. Ciao.